Hey Leute, heute wird's mal wieder Zeit für eine Try Not To Love Challenge, weil ich meine, wir haben das extrem lange nicht mehr gemacht. Also wirklich, wow. Weil wisst ihr, das Problem bei solchen Challenges ist, dass es gibt halt extrem gute und extrem schlechte. Und man kann das von Anfang an nicht unterscheiden, bevor man die geguckt hat. Aber ich hoffe trotzdem, wir erwischen heute eine gute. Der erste Clip, und was macht der da? Oh, anscheinend sind die am Feiern und der springt mit irgendeiner Flasche hin und her in komischen Shorts und gießt das über den Typen rüber, aber wo ist der Okay, ich sehe den Fail. Der Typ weiß eindeutig nicht, wie man feiert. Okay, wir gehen zum nächsten Clip. Und wie zur Hölle kann hier ein Fail passieren in diesem Raum? Ich meine, er ist komplett alleine. Oh mein Gott, was zur Hölle? Respekt? Kriegt der Typ dafür Respekt? Ich meine, wow. Er hat oben das komplette Ding kaputt gemacht, beziehungsweise schräg geschossen. Was zur Hölle? Deswegen sollte man sowas auf jeden Fall niemals in einem geschlossenen Raum machen. Und ich weiß hundertprozentig, was hier passiert. Oh mein Gott, nein, sie rollt sich rückwärts auf das Auto drauf. Bitte. Oh mein Gott, okay, die Challenge ist geil. Und was zur Hölle passiert mit dir? Oh mein Gott, das war klar. Das war zu 100% klar und wenigstens lacht sie, von daher ist alles gut. Und der nächste Typ ist ein Skateboarder und Skateboarder verletzen sich wirklich immer extrem. Oh Gott, was machst du jetzt? Alles ist gut? Oh, bitte sag mir, da kommt kein Auto. Nein, es kommt kein Auto. Oh mein Gott, okay. Aber ehrlich gesagt, damit hätte er rechnen können. Ich meine, da ist ein Strand. Ein Skateboard fährt normalerweise nicht auf Strand. Und der nächste Clip ist wieder ein Skateboarder und der lässt sich von seinem Hund ziehen. Was zur Hölle? Der Hund ist so klein und er hat sich richtig cool gefühlt. Oh Gott, das waren zwei Fails hintereinander. Aber die Fails waren ehrlich gesagt nicht so schlimm. Obwohl der zweite könnte extrem wehgetan haben. Oh mein Gott, hoffentlich geht's dir gut, mein Freund. Obwohl, er bleibt da ziemlich lange liegen. Anscheinend geht's ihm doch nicht so gut. Und in dem Clip sehen wir eine dickere Frau, die... Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Es war jetzt nicht so schlimm. Von daher ist alles gut. Und das Kind läuft den Tauben hinterher. Hä, was zur Hölle passiert jetzt in diesem Clip? Ich meine, das Kind läuft den Tauben... Oh, das Kind ist dämlich. Ich verstehe schon. Das Kind ist ein kleines bisschen... Was zur Hölle ist gerade passiert? Oh mein Gott, das ist ja wirklich extrem schnell eskaliert. Und der Typ kriegt eine Flasche gegen den Kopf seines Kollegen. Oh Gott, ihr seid doch dämlich. Es tut mir leid. Manche Leute sind einfach so extrem dämlich. Oh wow, das tut weh. So welche Tricks können halt immer extrem schmerzhaft ausgehen. Wirklich, wow. Und im nächsten Clip sehen wir ein Auto. Und irgendein Auto wird einen Unfall bauen. Ich sehe das. Oh Gott, wow. Ehrlich gesagt, das tut mir ein kleines bisschen leid. Ich meine, das sind zwei Autos. Ich warte immer noch auf den lustigen Part. Nein, daran war gar nichts lustig. Aber ich sehe, hier wird was passieren. Oh Gott, du wirst so hart rüberkippen. Du wirst so extrem rüberkippen. Mach das doch nicht. Oh Gott. Und sie hat sich den Rücken verletzt. Aber es war anscheinend nicht so schlimm. Ich meine, sie hat ein kleines bisschen Aua gesagt und das war's schon. Und ich krieg das sogar auf einem Stuhl hin. Aber egal, wir kommen zum nächsten Clip. Und im nächsten Clip ist irgendeine Frau auf der Bühne, denke ich jetzt mal. Und die muss auf irgendeine Hip-Hop-Vorführung. Und sie tanzt. Oh mein Gott. Nein, die Cappy fällt nur runter. Das ist doch nicht schlimm. Ich meine... Oh Gott, nein! Aua, das ist ein kleines bisschen Fremdscham. Sie ist auf ihrer eigenen Cappy ausgerutscht. Wie dämlich kann man nur sein. Obwohl, sowas kann mal passieren, aber trotzdem, wow! Wenn das an ihrer Schule passiert ist, wird sie ihr Leben lang ausgelacht. Wirklich. Kinder sind echt schrecklich. Und im nächsten Clip sehen wir einen Hund. Und was soll das... Oh mein Gott, okay, das war gemein. Das war ja wirklich extrem gemein. Der Hund ist einfach gegen die Scheibe gesprungen. Und wieso zur Hölle ist das jetzt so witzig? Ich meine, der Esel läuft hinterher und macht sein I-O. Das ist komplett normal für Esel. Die machen jedes Mal I-O. Oh Gott, nein. Cheerleader haben auch wirklich jedes Mal irgendwelche Fails. Und das sieht relativ... Oh, oh, nein, 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 nein. Oh, oh mein Gott, was zur Hölle. Das war voll laut. Das war voll das eklige Geräusch. Das war so... Ich schätze mal, das muss extrem wehgetan haben. Und was zur Hölle probierst du da? Was soll es los mit dir? Ach du Kacke, nein! Hey, beherrsch dich doch wie ein normaler Mensch! Oh Gott! Was zur Hölle war das gerade? Was machen die Leute hier? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was für eine Compilation wir rausgesucht haben, aber die Leute sind anscheinend alle verrückt. Was zur Hölle machen die da? Und im nächsten Video sehen wir ein Tier auf einem Kanu. Und das Tier rutscht aus. Wow. Nein, tut mir leid, gar nicht witzig. Run, 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 run! Oh mein Gott, was zur Hölle? Aber wenigstens landet er im Wasser, oder? Nein, er landet gar nicht im Wasser. Er bleibt einfach da oben dran. Oh Gott, ehrlich gesagt, das ist ein kleines bisschen cool und du stolperst darüber, oder? Ei, wenigstens nichts passiert. Das ist die Hauptsache. Das hätte total schlecht enden können. Im nächsten Clip höre ich irgendein Geräusch. Was soll das für ein Geräusch, was ich die ganze Zeit höre? Hä? Woher kommt denn der jetzt gerade? Ich meine, der Bildschirm war die ganze Zeit extrem weiß und dann kommt der irgendwo aus der Ecke raus. Und sagt mir jetzt bitte nicht, die wollen Sumo-Ringen. Ich meine, die beiden sehen wirklich extrem besoffen aus.
Oh mein Gott. Japp, wenn Besoffene Sumo ringen, ist das nie gut. Aber normalerweise machen das Besoffene auch nicht. Und im nächsten Clip, oh nein, das könnte schmerzhaft sein. Das könnte schmerzhaft. Oh Gott. Oh, das war extrem schmerzhaft. Was? Ah! Okay, das war extrem schmerzhaft. Was zur Hölle? Wieso zur Hölle hat er das gemacht? Sein Kopf ist komplett gegen das Haus geschlagen. Was zur Hölle? Oh Gott, okay, das hat extrem weh getan. Mein Freund, alles ist gut. Was zur Hölle ist los mit euch? Manche Leute wollen sich anscheinend verletzen. Was zur Hölle? Ich kapiere das wirklich nicht. Ich kapiere das echt zu 0%. Oh mein Gott, der hat sich verdammt doll wehgetan. Und im nächsten Clip, oh Gott, wenigstens ist das Sand. Wenigstens ist das Sand. Bei Sand tut es nicht so doll weh. Und der Clip war jetzt nicht so schlimm und war nicht so witzig. Oh, jetzt kommt ein Clip mit einem Kind und das ist immer irgendwas Dummes. Und ich denke, das Kind hat eben gerade ordentlich die Kamera beschädigt. Aber das Kind hat meinen Respekt hier gerade. Was zur Hölle? Es kann wenigstens snowboarden. Sowas könnte ich ehrlich gesagt nicht. Und was zur Hölle ist los mit dir? Du hast das Becken ein ganz kleines bisschen verfehlt. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So 20, 30 Zentimeter. Und der Typ sieht ehrlich gesagt schon blöd aus. Oh mein Gott. Okay, das hat jetzt nicht so doll wehgetan. Er hat es relativ gut abgefangen. Aber er ist trotzdem in die Strömung gefahren. Oh Gott. Okay. Es muss immer irgendjemand toppen. Es gibt immer irgendeinen Menschen, der es toppen muss. Was zur Hölle? Weiße Menschen und ihr Wasser, die können gar nicht damit umgehen. Und jetzt sehen wir einen schwarz-weißen Mensch, beziehungsweise einen Pinguin. Und der Pinguin ist irgendwie da runtergerollt, aber das war's jetzt schon. Fand ich ehrlich gesagt nicht so witzig. Fußballclips sind immer witzig. Komm her, zeig her. Oh Gott, das ging in die Eier, wow. Ein Mann muss sowas fühlen. Ich denke mal, der Typ kann definitiv keine Kinder mehr kriegen. Im nächsten Clip sehen wir irgendwelche Leute, die gerade feiern und die Musik ist gerade wirklich extrem laut. Und irgendeiner von den beiden wird hundertprozentig vom Tisch fallen, das ist so mies klar. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ihr seid doch so dämlich. Oh. Was zur Hölle? Nein, stopp mal. Kein einziger ist vom Tisch runtergefallen. Ich meine, die waren beide oben drauf. Der Tisch ist komplett eingekracht. Aber Leute, ich denke mal, hier beende ich jetzt auch das Video. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Und bis morgen.